eine Studentin fürs nächste Jahr, die möchte sich gern das Haus ein bisschen anschauen. Können wir die Küche anschauen? Ja, sicher. Also ja. Kämpfen wir alle mit. Und dann. Und vielleicht ein Zimmer. Hallo, hallo, bitte. So, das erste Mal bei mir jetzt endlich. So, geh einfach mal mit, schauen wir erst die Küche und dann sitzen wir uns da her. Dürfen wir noch ein Zimmer anschauen? Ja. Na, super die Wohnung, riesig. Ja, das ist von der katholischen Hochschulgemeinde das Haus. Die haben diese Wohnung zum Beispiel aufgekauft, letztes Jahr komplett renoviert und stellen und vermieten es jetzt an Studenten. Also. So. Na, super die Wohnung, riesig. Vor allem auch die Lage, ich meine, gleich nehmen wir Nick und hinter der Hauptuni. Klar, ich brauche 5 Minuten ins Audimax, in die Hauptbib. Aber es ist eh so, man wohnt so nah und letztendlich geht man dann ganz selten hin. Also das letzte Mal, dass ich in der Hauptbibliothek war, war vor den Ferien beim Living Book Day. Vizerektor Karl Schwaha begrüßte am 30. November mehr als 50 Persönlichkeiten, die als lebende Bücher Fragen nach dem Motto der Veranstaltung beantworteten, wie ich wurde, was ich bin. Was erwarten Sie sich heute von diesem Living Book Day? Ich erwarte mir, dass die Living Books an die Studierenden, an unsere Studierenden, ihre beruflichen Erfahrungen weitervermitteln. Einerseits die Herausforderungen und die Chancen, aber auch zum Teil das realistische Bild in der heutigen Berufswelt. Und welche Living Books sind heute hier eingeladen? Eigentlich querbeet, hauptsächlich im Bereich der Kultur, Kunst, in der Wirtschaft. Leider etwas zu wenig im Bereich der Naturwissenschaften und wir werden sicher bei einem der nächsten Veranstaltungen auf diesen Punkt mehr achten. Und wie läuft es jetzt ab beim Living Book Day? Was passiert? Es ist so, dass die Veranstalter für jeden Zuhörer eine 25 Minuten Zeitspanne ausersehen haben, dass sie sich mit dem Living Book unterhalten können, dass sie Fragen stellen können. Dann bekommen die Living Books 5 Minuten Pause und dann geht's weiter. Also ich interessiere mich hauptsächlich für Kunst und Kulturmanagement in die Richtung und da gibt es zum Glück einige Angebote, aber die waren leider alle schon vergriffen, eine Dreiviertelstunde vorher und jetzt warte ich auf die nächste Runde, damit ich hoffentlich einen von meinen 4 bekomme. Die Leute, die bekannt sind aus Film und Fernsehen, wie zum Beispiel die Frau Sperrer oder der Herr Gerdauer, die heute auch da sind, sind sehr häufig nachgefragt. Die Frage, die am meisten gekommen ist, hat mich gar nicht überrascht, wie wird man Schriftsteller, wie wird man Schreiber, also wie macht man das, wie kommt man dazu, mit einem Buch zu einem Verlag zu kommen oder wie kommt man überhaupt, also wie kommt man zum Schreiben, wie kommt man zu einem Buch, das war die häufigste Frage. Und hier Uni Wien, erinnert Sie das an Ihre eigene Studentenzeit, welche Gefühle kommen auf? Gefühle des schlechten Gewissens, denn in diesem Raum in der Unibibliothek war ich viel zu selten. Also ich hätte viel mehr lesen müssen oder habe das Gefühl gehabt, ich mache es mir vielleicht ein bisschen zu leicht und war hier nur einige Male, das war immer eine sehr angenehme Zeit für mich und angenehme Phase und sonst verbinde ich mit der Uni. Es ist bei mir schon wirklich sehr lang her, aber eigentlich Gutes. Ich habe Geschichte Germanistik hier an dieser Universität studiert, vor langer Zeit und bin jetzt künstlerischer Leiter des Festivals Wien Moderne, also etwas ganz was anderes auf den ersten Blick. Ich habe während meines Studiums schon viel gearbeitet in der freien Szene hier in Wien im Bereich des Musiktheater, Opernbereich und habe nebenbei das Studium fertig gemacht und würde das auch jedem raten, es hat etwas mit Disziplin zu tun und eine humanistische Ausbildung schadet per se nicht. Warum genau Hauke Christoph? Weil er ähnlich wie ich, also Lehramt studiert hat und zuerst das Hobby hatte, Kabarettist zu sein und jetzt macht er es vollberuflich. Und dann hat der damalige Chef gemeint, er hätte zu viel Arbeit und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mitzumachen. Und ich dachte, ja, wohl fühle ich mich, die Arbeitszeiten sind angenehm, eher länger schlafen und
Und ja, ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da machen soll eigentlich. Also klassisch, ja, mache ich, was gibt's zu tun? Ja, und das Ganze war auf 3 Monate einmal befristet. Und nachdem das 1999 war, sage ich meistens, das sind die längsten 3 Monate meines Lebens gewesen bis jetzt. Ja, Living Books, das Projekt, das hinter dem Living Book Day von der Idee her steht, ist ein Projekt, das ich im Jahr 2007 in Österreich gegründet habe. Und da gab es mittlerweile schon über 70 Veranstaltungen. Und wir machen Gesprächsveranstaltungen, die eben es ermöglichen, in zeitgemäßer Form Menschen sich begegnen und wo wir das Thema Vielfalt in einer positiven Art und Weise vermitteln wollen. Wir finden es sehr schön, weil es ist ein großer Andrang da. Es ist viel Nachfrage von den Studierenden nach dieser Veranstaltung. Machen sie ja zum zweiten Mal. Und ich sehe einfach draußen am Check-in-Counter stehen die Schlangen, um hier ein Living Book zu entlehnen. Wir werden uns bemühen, dieses Veranstaltungsformat fortzusetzen. Es ist einfach in diesen Räumlichkeiten eine ganz besondere Atmosphäre, die wirklich diesen Rahmen auch gibt, dass man so ein persönliches Gespräch führen kann und auch wirklich sich traut, im Vier-Augen-Gespräch Dinge zu fragen, die man vielleicht sonst nicht wüsste, wie man sie formuliert. Ich glaube, dass man auf jeden Fall schon vor Abschluss des Studiums deutlich vor, vielleicht nicht gleich am Beginn, man muss sich ja da auch orientieren, aber deutlich vor Abschluss des Studiums schon Wege versuchen soll. Das ausprobieren, das. Das Ausprobieren ist etwas ganz Wichtiges. Fail, fail better. Try again, fail better. Persönlich für Sie, hätten Sie einen Pluspunkt, die positivste Sache an Ihr Beruf? Die positivste Sache an meinem Beruf ist, dass er mir im Kern großen Spaß macht und dass ich ständig lernen kann. Also dass ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas, ist immer Routine dabei und gewisse Sachen weiß man schon, wie man so ein Programm anlegt, aber ich kann eigentlich jeden Tag etwas lernen und dazulernen und entdecken. Und ich kann auch das, was ich lerne und entdecke und was mich neu fasziniert, kann ich auch weitergeben an andere Menschen. Das ist was Wunderbares. Dann bedanke ich mich sehr recht herzlich für die ausführliche Information und schönen Nachmittag. Danke schön. Danke. Natürlich für die, der, die das, für Uni. Uni ist ein Wort. Ein ganzes langes Wort. Ja, da hätte ich vielleicht ein paar Tipps kriegen können, was ich werden will. Aber darüber machen wir jetzt gar nicht Sorgen, weil jetzt mache ich mal die Prüfungen. Jetzt die ganzen Prüfungen im Januar, schrecklich. Wie immer. Ich war schon ganz brav und habe begonnen, in die Weihnachtsferien zu lernen. Aber oh, brav, meistens schafft man es ja dann irgendwie doch nicht. Ja, aber es war, ich brauche so lange, weil meine ganzen Mitschriften sind so verwirrend. Ah, ja, da muss man sofort irgendwie die nachbearbeiten, sonst versteht man es selber nicht mehr. Sonst kann man es wirklich nicht mehr lesen. Ja. Aber die meisten, und zwar haben wir die Studenten gefragt, wie sie mitschreiben in den Vorlesungen, in ihre Notizen machen, und die meisten machen es wirklich noch mit der Hand. Ja, ich nutze auf jeden Fall die Sachen, die mir angeboten werden über die Lernplattformen, aber mitschreiben so tue ich nicht viel. Ich schreibe auf einem Blog und hauptsächlich, also während der Vorlesung sind dann mehr irgendwelche Zeichnungen und Kriegskracks drauf, aber ich schreibe es mit der Hand meistens, weil da lerne ich dann auch besser. Also Computer mit der Hand. Ja, der Laptop ist einfach zu schwer und zu umständlich, den immer einzupacken, und einen Blog hat man immer bei der Hand. So, ich habe schon Audio-Files gehabt, Mitschriften, Internet, alles mögliche. Ja, es kommt drauf an, wenn die Lehrveranstaltung Moodle anbietet, dann natürlich verwende ich Moodle, und die Sachen, die ich nicht verstehe, suche ich im Internet. Also schaue ich nach, beziehungsweise hole mir Sekundärliteratur. Also am liebsten drucke ich mir eigentlich alle Texte aus, die schon im Internet gegeben sind, und unterstreichen wir das dann und schreiben wir selber was raus. Das ist mir eigentlich das Liebste. Ich schaue meistens auf Wikipedia, also
da das Vorlesungsskript meistens nicht zu verwenden ist, weil es so schier geschrieben ist. Also ich bin eher diejenige, die mir was aufschreiben muss und es dann quasi wirklich dann wieder lernt. Doppelte Arbeit irgendwie umsonst. Nicht umsonst, aber ja, doppelte Arbeit irgendwie. Aber das hat mich total gewundert, dass die meisten doch irgendwie Notizen mit der Hand machen. Ja, ich meine, ich schreibe einfach lieber mit der Hand aus persönlicher Vorliebe, aber mein Computer sitzt halt eher hinten, also. Eben, da stürzt dann wieder irgendwas ab, dann verlierst wieder ein Dokument, weil irgendein Error auftritt. Also, wenn man keinen so einen super Computer hat wie die von der Uni. Was für ein Supercomputer? Na, ich meine, jetzt kein normaler Rechner, sondern die haben jetzt bei der Uni so einen Supercomputer für wissenschaftliche Berechnungen und der ist sehr cool. Im Juni 2011 wurde der Supercomputer VSC2 offiziell seiner Bestimmung übergeben. Er ist einer der leistungsfähigsten Computer der Welt und dient für Berechnungen in Wissenschaft und Forschung. Obwohl die Arbeiten am und im Objekt 214 am Gelände des Wiener Arsenals noch nicht abgeschlossen waren, durften wir den Computer sehen, der einen Platz unter den schnellsten Computern der Welt einnimmt. Michaela Buzürger, Leiterin für Redaktion und Öffentlichkeitsarbeit des Zentralen Informatikdienstes und der Experte für Supercomputing, Dr. Peter Marksteiner, begleiteten uns zum VSC2. Ein Supercomputer der Wiener Universitäten, genauer gesagt der Universität Wien, der Technischen Universität Wien und der Universität für Bodenkultur, ein gemeinsames Projekt. Scientific heißt, er ist natürlich für wissenschaftliche Applikationen gut, also er ist nicht für irgendwelche, keine Ahnung, Datenbanken, Verwaltungsapplikationen oder sowas da, sondern rein für wissenschaftliches Rechnen. Und es ist ein Cluster. Die Prozessoren in so einem Computer unterscheiden sich nicht wesentlich von denen, wie man sie in einem beliebigen Desktop-Rechner findet. Eine ganz wichtige Komponente ist das Netzwerk. Ich habe nichts davon, wenn ich mir über 1000 Rechner hinstelle, die nicht sehr schnell und sehr effizient miteinander kommunizieren können. Bei allen Supercomputing-Projekten ist die Infrastruktur, das Rundherum, Klima, Stromversorgung ein ganz essentieller Teil, vor allem auch ein essentieller Teil der Kosten. Und um hier Kosten zu sparen, muss man alle möglichen Tricks ergreifen. Das war zum Beispiel beim VSC2 ein Teil der Ausschreibungsbedingungen. Mit 30% der Bewertung ist der Stromverbrauch eingegangen. Unser VSC2 hier ist im Juni dieses Jahres das erste Mal in dieser Top 500 Liste vertreten gewesen. Mit 135 Teraflops. Es gibt hier eine einzige Kennzahl, die hier gemessen wird, nämlich wie lange dieser Computer braucht, um ein System von linearen Gleichungen zu lösen. Die Leistung wird dann gemessen in Flops, das nennt man Floating Point Operations per Second, also Rechenoperationen pro Sekunde, und hat damals den Platz 56 erreicht. Im November ist die neue Liste erschienen. Wir haben zwar jetzt mehr Teraflops, weil inzwischen der Cluster stabiler läuft und wir schon einiges jetzt verbessert haben, nämlich 152, fast 153, 152,9 um exakt zu sein, sind aber trotzdem auf den Platz 77 zurückgefallen. Es wird oft die Frage gestellt, was ist denn eigentlich ein Supercomputer? Ich habe hier ein Papier mitgenommen, das stammt aus dem Jahr 1988. Und das war eine Projektstudie für einen Supercomputer für Österreich am IEZ. Wenn wir da nachschauen, steht jetzt, die haben das da irgendwelche Erfindungen, gibt es Mini-Supercomputer, Near-Supercomputer, Supercomputer, also echte Supercomputer, Large-Supercomputer, Multiple-Supercomputer. Und nach der Definition, die Sie hier haben, ist ein Supercomputer etwas mit 20 bis 35 Megaflops. Ich werde mal schauen, ich glaube, ich habe einen Supercomputer mit, den habe ich eingesteckt. Hier, mein iPhone, hat irgendjemand sich den Spaß gemacht und hat hier eine Linpack-App geschrieben, wo man diesen Linpack-Benchmark, mit dem man Supercomputer misst, auch auf dem iPhone laufen lässt.
Average Megaflops 33,63. Das heißt, laut der Definition aus dem Jahr 1988 habe ich hier einen echten Supercomputer. In der Zwischenzeit haben die ganz ordinären, gewöhnlichen PCs immer mehr aufgeholt. Sprich, was man sich so als PC unter den Schreibtisch stellt, hat immer leistungsfähigere Prozessoren bekommen. Und wir haben dann ein Nachfolgesystem für diesen Alpha-Cluster ausgeschrieben, das längere Zeit auf sich warten hat lassen. Aber das war dann ein reines PC-System. Das waren wirklich 160 Desktop-PCs, die mehr oder minder auf Kellerregalen zusammengestanden sind und über ein Netzwerk verbunden worden sind. Das war der erste Rechner, mit dem es der Universität Wien gelungen ist, je überhaupt in der Top-500-Liste vertreten zu sein. Dieser Cluster hat den Namen Schrödinger bekommen, nach dem bekannten Physiker und Mitentdecker der Quantenmechanik Erwin Schrödinger. Dieser Cluster wurde dann zweimal ausgebaut. Es gab einen Schrödinger 2 und einen Schrödinger 3. Es gab auch entsprechende Anträge beim Ministerium und das Ministerium hat dann alle diese Anträge miteinander abgelehnt mit der Begründung, warum wollt ihr alle dasselbe machen? Macht's doch was gemeinsam. Das war die Geburtsstunde des VSC. Wir haben dann die TU Wien und die Uni Wien gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet. Die TU Wien hatte schon länger eine Zusammenarbeit mit der BOKU. Und aus dieser Zusammenarbeit ist der VSC 1 entstanden. Und das hier der VSC 2 ist, es gab schon vorher, oder eigentlich gibt noch immer, einen VSC 1, der steht nicht hier, sondern auf den Freihausgründen im Zentralen Informatikdienst der TU Wien. Die große Frage ist, wer braucht das eigentlich? Wer verwendet das? Wozu ist dieser Cluster gut? Der Minister Töchterle war diesen Cluster besichtigen im Juni heuer aus Anlass der Top-500-Liste und hat gesagt, eigentlich interessiert ihn nicht der Top-500-Platz, ihn interessiert, dass unseren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ein exzellentes Werkzeug zur Verfügung stellt. Und ich glaube, damit hat er vollkommen recht. Ja, also ich finde es eigentlich immer interessant, dass man dann was von der TU oder von der BOKU mitbekommt, weil es gibt so viele interessante Dinge. Wie eine Freundin, die studiert Ernährungswissenschaften. Und es ist einfach, wenn die erzählt, habe ich einfach Einblicke in andere Gebiete, was für Theaterwissenschaftler vielleicht interessant ist, aber was die halt nicht mitbekommen. Ja, ich finde es auch voll interessant, wenn ich so mit anderen Leuten von anderen Studienrichtungen spreche. Ich kenne zum Beispiel eine, die macht Biologie und die hat jetzt letztens erzählt, da gibt es einen Professor, der untersucht Raben und da geht es irgendwie um die Evolution von Intelligenz und Raben würden wie Kinder Sachen herzeigen. Kognition, Gehirn und Verhalten ist ein Forschungsschwerpunkt der Fakultät für Lebenswissenschaften an der Universität Wien. Am Department für Kognitionsbiologie der Universität Wien bilden die Arbeitsgruppen der Professoren Herr Bugner und Fitsch Forschungsteams von Weltrang. Und mit dem Herrn Thomas Bugner haben wir jetzt ein persönliches Gespräch und er wird uns einiges über sein kürzlich veröffentlichtes Paper erzählen. Los geht's. Im Paper, was Sie ansprechen, geht es darum, dass wir Gesten bei Raben finden, und zwar Gesten, die sich auf Objekte beziehen. In dem Experiment sind zwei Raben, in dem Fall zwei Weibchen, beide 2 Jahre, und sie bekommen kleine Plastikobjekte. Das sind Überraschungseier, Spielzeug nehme ich da. Das ist ein blaues Nilpferd, was man da gerade sieht. Und der Rabe nimmt es in den Schnabel ganz vorne, so dass man es gut sieht, kommt hin, zeigt her, diese typische Showing-Geste, die wir da eben beschrieben haben in dem Paper. Jetzt fängt es an zu verstecken, der andere wird ganz nervös, schaut zu und jetzt versteckt es wieder und... Er versteckt es in dem Schnee? Es versteckt es, ja, und der andere Rabe versucht ihm da gerade das zweite Versteck auszuräumen, das ist auch ein Objekt versteckt. Sie geht zurück, macht das erste, zweite ist fertig, jetzt macht es besser und zack, hat es schon. Sie ist sich nicht sicher, geht nachschauen und die andere drüben legt ab und dann kommt sie darauf, dass sie ihr eins gestohlen hat und versucht sie es ja genau wieder wegzunehmen. Futterinteraktionen mit Futter im Kopf hat, weil der Vogel das Objekt nimmt, zu dem anderen hinfliegt, es herzeigt und dann vor dem anderen auch versteckt. Das ist ein typischer Fall von, ich will mit dir eben erst in Interaktion kommen. In dem Fall ist es, probier es mal zu kriegen. Es geht darum, herauszufinden, was die Raben eigentlich
über die anderen Raben wissen und wie sie dieses Wissen einsetzen. Und vor allem, was mich interessiert ist, also mit dem Wissen, was ich mit dem Wissen meine, ist vor allem die Beziehungsmuster. Also wir wissen, dass sie ziemlich enge Beziehungen zu bestimmten anderen Raben immer wieder formen. Also da arbeiten sie wirklich sehr intensiv dran, diese Beziehungen aufzubauen. Wir würden als Frau, also wenn es um Menschen ginge, würde ich das Freundschaften nennen. Was ich jetzt dann wissen will, ist, warum können das Raben? Warum haben sich diese Fähigkeiten entwickelt? Okay. Und da gibt es einige, also die Idee ist, na, offensichtlich haben die irgendwelche Probleme im Alltag, die Selektionsdrücke hervorrufen, die solche Fähigkeiten fördern oder eben mit sich bringen können. Und der Haupt, also und der Hauptpunkt in die Richtung ist, dass es das also die Hauptidee, Hypothese ist, dass es das Sozialleben ist, dass es bestimmte Anforderungen im Sozialleben sind, die die Viecher quasi, also die schwierig sind zu meistern und die Viecher unter Anführungszeichen klug macht. Und von daher interessiert mich jetzt dann eben, wie sie mit Beziehungsmuster umgehen, was sie vom Beziehungsmuster verstehen und wie sie die einsetzen. Und deswegen auch, was für Probleme sie haben. Genau. Okay, jetzt genau. Verstehe ich. Und bei uns ist das eben eigentlich nichts anderes als Politik. Also Politik im engeren Sinn, Politik im weiteren Sinn. Es geht immer darum, zu wissen, wer ist der andere, was kann der andere, wer ist wenn sein Freund, wer ist wenn sein Koalitionspartner, wenn sie so wollen. Mhm. Und eben das auf eine sehr einfache Ebene gegeben ist, das, was ich gerade mal bei den Raben anschaue. Das ist natürlich ein bisschen eine Metapher jetzt und das ist mir schon klar. Und ich möchte nicht sagen, dass Raben so scheiße sind wie Menschen und Raben sich genauso verhalten wie Menschen. Aber was ich sage, ist, dass man dass die Theorien, warum beim Menschen bestimmte Dinge passiert sind, eigentlich nicht nur für den Menschen gemacht worden sind, eine allgemeingültige Theorie sein sollte. Und wenn das der Fall ist, sollte man auch erwarten können, dass in Modellsystemen oder Arten von anderen taxonomischen Gruppen, die eine ähnliche Lebensweise haben, die somit ähnliche Alltagsprobleme haben, sich ähnliche geistige Fähigkeiten evaluieren können. Mhm. Und das ist genau deswegen, warum ich mir Raben anschaue. Weißt du eigentlich, wer der Ferstl ist? Der Ferstl, ja, das war der Erbauer von der Votivkirche gleich nebenan und eben auch von Hauptuni und Unigebäuden. Mit dieser Bronzebüste hier im Vorraum des großen Festsaals wird der Architekt der Universität geehrt, Freiherr Heinrich von Ferstl. Geschaffen wurde die Büste von Viktor Tilgner. Das mit Symbolen der Baukunst verzierte Epitaph entwarf Ferstls Schüler Julian Jedzielski. Ferstl gilt als herausragender Vertreter des Historismus. Mit erst 27 Jahren hatte er die Ausschreibung um die Votivkirche gewonnen, das erste Bauprojekt am Ring. In den Folgejahren konnte er viele bedeutende Gebäude verwirklichen, darunter Monumentalbauten wie das Österreichische Museum für Kunst und Industrie, aber auch Villen und Palais. Ab 1866 lehrte er außerdem als Professor am Polytechnikum. Für den Wiener Universitätsbau nahm sich Ferstl die italienischen Universitäten aus der Renaissance zum Vorbild. Die ideelle Gesamtheit aller Wissenschaften in Gestalt der vier klassischen Fakultäten Theologie, Jurisprudenz, Medizin und Philosophie wollte er sowohl in der architektonischen Anlage des Baus als auch im Gebäudeschmuck zum Ausdruck bringen. So schuf er etwa an der Hauptfassade vier Pavillons, die jeweils den Fakultäten zugeordnet sind. Und im Grundriss der Anlage finden wir jeweils vier Höfe in jedem der beiden Seitentrakte. Hier in der Belle Etage hat Ferstl mehrere Säle untergebracht, die aufgrund ihrer prachtvollen Ausgestaltung festlichen Anlässen Raum bieten. Hinter der Tür rechts von Ferstls Epitaph befindet sich der große Festsaal. Er bildet den Rahmen für jährlich über 200 akademische Feiern, Ehrungen und wissenschaftliche Kongresse. Hast du das gehört von der Akademie der Wissenschaften? Warum? Nein. Ach, die wollen da irgendwie, die haben über 700 Leute angestellt und da waren es über 300 entlassen. Hallo, wir sind Science, Range and Beauty. Wir freuen uns, dass so viele Leute in ihrer Freizeit genau
also wie wir hergekommen sind, um die Wissenschaft und die Wissenschaftler in Österreich zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass wir alle unseren Job behalten können. Das ist jetzt alles ziemlich unklar, also es gibt ziemlich viele Protests dagegen, dass das passiert, weil das doch eine wichtige Institution in Österreich für die Forschung ist. Daher fordern wir Erhaltung der wissenschaftlichen Vielfalt an der ÖRW. Sandra, schau mal, ich gebe dir eine Einladung mit. Und zwar hätte ich gedacht, dass wir nach den Prüfungen da hingehen können. Wow, das S-Bahn. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie schon 50 Jahre ist. 50 Jahre S-Bahn in Wien, ja. Es ist eigentlich ganz interessant, so eine Sonderausstellung. Na gut, du, ich... Du musst lernen, in oder? In die Bibliothek. Ja. Na gut. Ja, und wir rufen uns dann mal zusammen. Genau.